Weiter geht's weiter mit unserem fischigen Abenteuer. Mit dabei, Nick. Hallo. Was ein Wunder. So eine Überraschung, schön, dass du mich ankündigst. Hallo. Ab in die Tunnelpassage, ja. Habe ich gehört. Jo. Wir sind hier immer noch der Wärter Sushi. Oh mein Gott, dieser Blick. Von beiden. Wir sind Psycho. Dieser Tunnel ist dunkel und voller Bakterien. Ack! Was? Was ist das denn? Der Tunnel ist der schnellste Weg zum Riff. Wenn du in meiner Nähe bleibst, kommen wir dadurch. Auf geht's! Also sehr abenteuerbewusst, der Mann. Oh, schon wieder hier mit dem Stift. Aha, aha, Touchpen. Weiß nicht, beruhigend finde, muss schon eine ganze Weile nicht mehr pusten. Ja, ne? Ich hab's wieder nicht gelesen, werde ich wahrscheinlich wieder bereuen. Wahrscheinlich. Schwimmen. Ah! Vorm Ende wieder. Aber ich hab's immerhin herausgefunden. Immer. Immer kurz. Vor dem Dürmel. Wir beide haben einfach geschwiegen. Können wir es noch langweiliger gestalten? Die Musik untermauert das auch noch. Dürmel. dafür habe ich ja immer Gäste dabei, damit die wenigstens, falls ich mal gerade konzentriert sein muss, liefern. Ja, ich war auch grad. Du hast zu gespannt zu sehen. Genau. Ja, Dürmel geht halt so mit seinen Augen mit hier. Und vielleicht nimmt er auch den Finger und geht so an sein Bildschirm und fährt so mit. Wer weiß. Du nimmst deine Aufgabe als Begleiter sehr ernst, Dürmel. Aha, hier ist wieder gesperrt, das sehe ich doch. Hier kommt er überall durch. Hier nicht. Oh mein Gott, das war knapp. Hm. Runter! Hoch! 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 Hey, schon über die Hälfte. Okay. Weg! Hoch! Und noch kein... Ich finde es tatsächlich recht spannend sogar, weil man ist hier angespannt. Ich bin gerade ziemlich angespannt und konzentriert. Okay, ihr packt das, oder, Jungs? Das ist nicht zu kommt. Ah. Na, jetzt kommt das wieder. Ich hab's geschafft. Ja. Ey, ich lass die Jungs gleich eine Runde steppen wieder. Oh, du hast gleich komplett geschafft, oder? Ja. Ah! Mit drei Leben. Oh mein Gott! Kommt, Jungs, am Ende nochmal eine Runde steppen. Jawoll! Und das Schöne ist. Das ist einfach ein Team-Duell, das können wir beide sein. Geschafft. Ziemlich enttäuschendes Finale für den guten Sushi-Mann. Einfach okay. Es war auch so Einzelspiele, die zu lang sind. Fand ich den Sushi-Mann so generell mit seinen Spielen auch jetzt gerade nicht so spannend. Ja, wen hatten wir nochmal vor? Lee war es. Nee. Doch, oder? Lee. Ach ja, jetzt werde ich automatisch rühren. Aha, ja, guck mal, wir haben ihn. Der letzte Fisch. Dümmel. Das heißt, wir gehen uns zum Ende. Aber wir können nochmal... Oh, wir gehen am Ende durch. Ja, wir gehen am Ende nochmal alle durch. Kernsflucht. Ja, wir rollen wieder, Dümmel. Wir rollen wieder. Ja. Oh mein Gott, zum letzten Mal. Rollen ist das Beste. Hm? Verfahrt nicht. Was? Versag nicht. Warum sollte ich versagen? Ja, ich kenne dich doch. Das stimmt. Oh, oh Gott. Was kann ich... Ich will hier... Aha! Hallo, kann ich hochspringen? Oh, ich drücke E. Ups. Man kann sich ja leicht verdrücken hier, ne? Ey, was für einen Weg nimmt der Kahn denn hier? Vor allem Musik ist hier beim Rollen auch immer so super, finde ich.
Findest du auch? Ja, ich finde allgemein die Soundtracks hier recht interessant. Ja, das stimmt. Richtig so Coffee Run Niveau. Ja, das stimmt. Hat was, hat was. Aha, ist da was? Ach so, hier ist gleich Ende. Oh, ich dachte, du bist tot jetzt. Wie komme ich denn da hoch? Hä? Rall ich nicht. Vielleicht springen. Dabei. Das stimmt. Vor allem finde ich es faszinierend, dass ich einfach so weit in diesem Spiel bin. Als Kind war ich nie in der Lage, es durchzuspielen. Aber daran sieht man, als Erwachsener ist man dann doch noch besser. Na klar. Puh. Okay, hier holen wir natürlich alle wieder von, ne? Von Lümmelpetern. Oh, oh, oh. Siehst du, ich versage nicht, Dürmel. Ich hab's dir auch gesagt. Mhm. Hab ich's dir gesagt? Noch versagst du nicht. Dürmel, jetzt sei doch nicht mehr so ein Kritiker. Sicherlich. Glaub doch einfach an der Niki-Line. Immer, immer. Okay, vor allem. Muss ich hier rüber, wenn ich das eine da haben will in der Mitte? Ja. Nee, krieg ich's nicht mal. Hm. Ich will es in der Mitte haben. Weißt du was, das hole ich mir jetzt. Ach ja, du hast hier ganz eilig immer Wasser, ne? Ich weiß, ich finde das Wasser seltsam. War da was? Ne, ist nur das. Nee. Okay. Und, ja. Jetzt hier einfach geradeaus runter, ja, genau. So geht's auch, ne? Ja. Okay, und... Ha! Aha! Du, das ist es einfach, das ist es. An der Stelle. Ja. Ich finde übrigens diese Fischart sehr cool, die er ist. Diese Skalas, die finde ich sehr schön. Ja. Ich finde die Fische auch sehr schön, aber die werden echt, echt groß. Ja, er ist schon ein. Die kleinen Fische auf. Ernsthaft? Ja, okay, allgemein. Mm. Die fressen ja auch sich gegenseitig, ja, auch was sie erzählt. Ja. Was überrascht dich das, ne? Ja, eben. Nee, wenn die ihre Größe erreicht haben, essen die auch so Goobies oder Neons dann auf. Okay, die armen Goobies. Die halt dann schon wiederum recht größer sind, ne? Ach, Neons sind doch diese Neonsalmler oder wie die heißen, ne? Die blau-rot sind. Ey, warum kenne ich mich denn auch mit Fischen aus? Was ist denn los bei mir? Bei dir ist... Nee, das ist... Du hast ja eine gute Begründung, hm? Das sind so Fischarten, die kennt man, so Goobies, Neons oder... Okay. Was gibt's noch? Was... Aha! Wir hatten übrigens auch welche, also solche Skalas. Skalas, die finde ich cool. Skalas, genau, Skalas. Hieß. Es gibt irgendwie über 50 pro Bereich, ne? Deswegen weiß ich, dass ich immer die Kleinen aufgefressen haben. Jan. Nämlich damals im Elternhaus halt ein großes Aquarium und da hatten wir die dann. Du hast den Kannibalismus unter Fischen immer beobachtet. Oh Gott. Sorry. Echt? Was? Nein, böser Fisch, böser Fisch. Lass das. Ey, irgendwie auf der Straße leckt's immer. Das packt mein PC nicht. Das sind irgendwie zu viele Autos. Ah! Oh, 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 nein! Ich hab Schutz. Das zählt nicht bei Löchern. Dömel. Ich könnte drauf... Ah! Hab nichts gesagt. Ich hab doch nie Zweifel, Dömel. Weißt du doch. Oh Gott. Oh Gott, es wird hier wieder heikel. Weißt du, was ich mich gerade frage? Ja? Das sind Aquariumfische. Aber warum wollen die zurück ins Meer? In Salzwasser, weißt du? Das sind ja keine Fische, die im Salzwasser leben. Echt eine gute Frage. Haben wir selber im Film Fehler? Aha, ein Herz. Okay, so ein Kugelfisch, ja. Ja, doch, ich glaube, letztlich wohnt ja Dürme, ich glaube, jeder Fisch wohnt ja kommt ja letztlich aus dem Meer, von daher. Ja, aber. Die werden ja nicht einfach so in einem Aquarium geboren. Ja, klar. Es gab ja auch Fische vor Menschen.
Klar, aber die kommen jetzt nicht zum Beispiel auf Salzwasser, so, also so Ja, aber Meer, so Gubbi. ich glaube, solche Fische vertragen das auch oder so. Das sind ja jetzt keine Nein. Guppies hier oder so. Ja, aber so ein Skala, das ist ja auch ein Aquariumfisch. Ich kann viel für Aquarium kaufen. Ja, okay, du hast wahrscheinlich einen Fehlfehler entdeckt. Ey, wer passt denn bei sowas auf? Jeder guckt den Film und denkt so, oh ja, oder spiele ich hier so ab ins Meer mit denen. Das Spiel für Kinder. Du zweifelst einfach an. Schreib mir jetzt einfach so 15 Jahre nach der Erscheinung da eine Mail hin. Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Sagt mal. Ein bisschen richtige Wert- und Fischvermittlung hier? Hat da jemand in Naturwissenschaft nicht aufgepasst? Das Traurige ist, solche Menschen gibt es ja wirklich, ne? Als ob. Das als ob, also das daran nicht zweifelt, dass solche Menschen gibt. Also ich da frage diese Menschen gerade ziemlich. Wie kann man es Jahre später hinterfragen? Als ob da sich. Was sollen sich die Entwickler denken? So, oh Mensch, ja damals, bei meinem Findet Nemo Spiel. Vor 15 Jahren, was heutzutage wahrscheinlich niemand mehr spielt, außer dieser Nicknuck, der damit angefangen hat, ein Let's Play zu machen. Das sollte ich jetzt nochmal überarbeiten und neu rausbringen. Ja, so wie Master Diver. Findet Nemo. Die Reise ins Meer 2. Einfach ein zweiter Teil. Vor allem, wie kam ich hier gerade eben hoch? Das sollte eigentlich nicht gehen. Aha! Ich bin ja ein Schlingel. Du Schuft, du hast es wieder getan. Okay, hier zeigt mein Pfeil lang. Ah! Ah! Nein! Nein! Dümmel. Du hast gesehen, wo ich hin muss, oder? Ich habe mein Ziel verfehlt. Vor allem die letzte. Dümmel, wir rollen gerade das letzte Mal zusammen. Ja. Traurig. Einfach nur traurig. Aha, was ist denn hier los? Oh, hab's alle gekriegt. Das war auch so ge geplant von mir. Ja, ich würde sagen, gehen wir hier zum Steg, ne? Ja. Essen, Dübel. Fische, yam yam. Ja, finde ich auch lecker. Besonders Fischstäbchen. Fischstäbchen sind Besonders als auch Kind. gut. Ja, ich muss aber auch sagen, ich mag Fisch echt gern. Ich bin zwar auch ein total Fleischesser, aber mir ist es tatsächlich egal, ob es Fisch oder Fleisch gibt. Da mache ich keinen Unterschied. Manche sind dann ja so, ja, Fisch ist doch kein Fleisch. Ja doch, klar. Also für mich zählt Fisch als Fleisch. Ja. Ah, der gute Kahn speichern war. Du meinst, ein Level ist noch drin, oder? Ja, nee, ich würde dafür das Finale auf. Ja, das Finale ein bisschen länger ist. Oder? Nee, wir quatschen ja wahrscheinlich gegen Ende nochmal ein wenig. Richtig, richtig. Aber Das ich würde spiele ich nochmal sagen. ein Ja, Spiel. komm, Pierspringer machen wir. Oh mein Gott, Dömel, die nächste Folge wird einfach die letzte sein. Ja. Ja, komm, den übernimmst du jetzt. Ja? So richtig Drecksack. Ich kann schon den Ozean schmecken. Nur noch ein Sprung. Ah, guck mal, wie der Beutel hüpft. Vor allem er ist alleine, ne? Nein. Na. Oh, du siehst, was ich machen muss, oder? Ja. Um Gottes Willen. Ey, die Musik gefällt mir. Okay, erster Sprung. Oh nein. Gerade wie das aussieht hier. Ah! Da hättest du wahrscheinlich abbiegen müssen. Jackpot. Oh, du bist durch. Fehlen Nee. nur 299 Meter. Ich muss versuchen, hier im Bildschirm zu bleiben. Stopp. Ah! Meinst du, ich pack das noch? Du kannst links gucken, wo du am besten aufhören kannst. Am besten jetzt schon. Ah! Das
ist mir jetzt diesmal nicht mal Meter. Ja. Was war das denn jetzt? Ist ja schon mal besser. Was hast du gemacht? Jetzt! Ach, du musst rüberspringen. Ich dachte, du musst einfach nur abbiegen. So wird das auch nichts. Von wie weit man anscheinend springen kann. Oh, ich hatte kurz gehofft, das ist nächstes im dreistelligen Bereich. Ja, genau dreistellig. Das erkenne ich doch, per Augenmaß. Orange immerhin. Ach guck mal, da sieht man, wie viel ich an Geschwindigkeit verliere. Ich muss auch versuchen, möglichst gut aufzuditschen. Bevor der Berührung steht. Guck mal, jetzt habe ich 75 Meter geschafft. Ja, das war auch mein bester Versuch jetzt, oder? Das war super. Wie? Das eben war besser? Aber, du siehst du immer, 198. Ja, bist immer besser. Ey, aber vor allem, ich muss ja wirklich jedes Mal 100 packen. Damit was. Oh Gott. Oh, sogar rot. Nein! Ich hab's doch gedrückt! Oh. Der echt perfekt. Ey, da öffnet sich hier schon Windows-Meldung. Weg da! Oh. Das Benutzung wohl. Nein! Das sind keine 50. Mann! Wo war die Maus? Ah, nicht im Bildschirm. Oh, damals auf dem DS hätte ich es nicht geschafft. Hätte ich den DS meiner Schwester gebracht. Vor allem, hier darfst du wirklich keinen Fehler machen. Richtig, das ist die größte Muffkacke überhaupt. Weiß ich, finde, die hätten sowas einfach nur als Bonusbelohnung machen sollen. Wenn man 300 Meter schafft, kriegt man nochmal das und das. So ein extra Marlin-Spiel oder so von mir aus. Aber nicht wirklich als Anforderung, wirklich weiterzukommen im Spiel. Das finde ich scheiße gemacht, bin ich ehrlich. Vielleicht ist das jetzt der Lauf. Sag sowas nicht, Dürmel. Sowas ist immer schlimm. Das setzt mich unter Druck. Nein! Ey, ich finde es so affig von diesem Spiel, dass sie das so eine Scheiße verlangen, ne? Wollten die überhaupt, dass jemals jemand durchspielt? Mann, muss ich erst mal wütend werden, dass es hier klappt. Ja, ja, ja. Keine 100. Keine 100, weil man ja hinter diesen Scheiß reifen muss. Mann, das war auch an Geschwindigkeit verliert immer. Das ist so eine Kacke. Das sollte man eigentlich speichern, wenn man da einmal so einen Lauf hat. Ah, nein. Man verliert direkt wieder an Geschwindigkeit. Nur weil er aus diesem Scheißrad der Hölle rausfliegt. Scheißrad der Hölle. Ja, jetzt sitze ich auch an meine Scheiß-Tastatur. So, die Tastatur kommt in einer Buxtehude. Ich brauche nur meine Maus. Und Armfreiheit. Und Beinfreiheit nicht zu vergessen. Ja, nee, das ist schon wieder... jetzt muss ich immer so weit greifen, um... Ey, leckt's jetzt, oder was ist das hier? Mann, dass ich auch immer rausfliege aus diesem Scheißrad. Ich krieg Krampf, Dürmel. Ich krieg echt einen Krampf. Glaub ich. Weißt du aus, wie ich damals meinen Bildschirm bei Mario Kart angeschrien hab? Wenn, so nach dem Motto, weil ich einen Sieg nicht bekommen habe. Mhm. Sag mal, wollt ihr nicht, dass ich die scheiß Charaktere freischalte? Und sowas kam von mir. Ich hab die Maus. Die Maus ist mir gerade fast hinter den PC gerutscht, ne? Weil ich die weggeschmissen hab. Ich drück die schon durch. Ich glaube, das wird dein Hasskapitel, ne? Meinst du? Ey, meine Maus macht nicht mehr richtig mit. Irgendwann floppt die irgendwo hin an den Rand des Bildschirms. Denkt sich so, oh ja, wir sehen uns immer Feierabend. Ey, Dömel, ich war nicht schon mal vor. Ich bin zu unbekannten Aggressionen vermacht, wenn mich etwas so auf die Palme bringt wie so ein Scheiß hier. Weißt du, Dömel? Ich bin bei so Spielen am PC. Da weiß ich bin schlecht. Das ist mir Wumpe. Aber... Das sind auch Spiele, die spielt man, dann ist da eine Runde und es ist vorbei. Dann ist es wirklich Wumpe, wenn man stirbt. Aber wenn man bei so einem Spiel so knapp vom Ziel auch noch nicht weiterkommt, dann weiß man einfach, bis das Ende, dann ist finito. Dann gibt's hier nichts mehr zum Spielen, wenn man so eine Scheiße nicht schafft. Oh. Gebärst du denn gleich? Was kommt da gleich zum Vorschein? Ich glaube auch. Ich krieg echt ein Kind. Ich gebär es aus dem Arsch hinaus, press ich es. Was hast du denn die Gebärmutter aus? Was soll denn der Schmuh? Wie kam die auf die Idee, dass das Spiel so gut ist?
Es war so gut, dass sie sich ein Jahr später bei Mario Party der erst dachten, so, ach komm, das Kirschenspiel, das bringen wir herein, da freuen sich die Leute. Was wollen sie machen? Was wollen sie so eben den S-Bildschirm drehen, dass es scheppert? Ich hasse es. Ich hasse es so sehr gerade, Dümmel. Ich verliere auch langsam den Überblick, wann ich nach rechts oder... Man kann ja auch rückwärts drehen, Dümmel. Das ist ja noch geiler hier. Man muss ja schon schnell sein, aber guck mal hier, das bringt gar nichts, wenn man einmal abrutscht. Siehst du? Siehst du das? Mhm. Die Scheißmusik geht mir jetzt auch schon hier auf den Senkel. Ich höre mir jetzt irgendwas in Dauerschleife an, um zur Beruhigung. Ja, willkommen zu einer Folge Stammtisch. Also heute das Thema Aggressionsprobleme. Nick, warum sind Sie hier? Weil meine Aggressionsbewältigungstherapie abgesagt wurde. Darauf erst mal ein Bier. Ja, Prost. Na, ich glaube, du brauchst was Stärkeres. Vor allem, was für Unmenschen sollen denn den roten Bereich da erreichen können, Dümel? Die müssen doch Armmuckis haben, dass sie in der DS schon beim bloßen Festhalten durch die Hände bricht. Vor allem, weißt du, was ich auch noch schlimm finde? Hä? Dass man nicht direkt starten kann. Dass ich immer jetzt noch ganz gemütlich die Kamera drehen muss. So, Weißt du, die verstört. Ja, am liebsten auf Neustart drücken und so lange durchballern, bis ich immer was... Was du schon wieder sehe. Ey, Dürme, schick mich in Therapie, wenn wir es hier geschafft haben. Ich bin ein Wrack. Ich bin ein nervliches Wrack nach der Scheiße. Vor allem, es wäre so viel besser, würde sich das Spiel so denken. Ja, komm. Nimm doch einfach den ganzen Bildschirm. Den Platz, den du benötigst. Ah, nein. Warum denn? Und dann sollst du mir nochmal einfach sagen, du kriegst mit DVD-Aggression. Spiel das. Da ist die Runde irgendwann vorbei. Hier nicht. Echt, ich träume davon heute Nacht, Dömel. Verdammter Kahn, ne? Ich hab jetzt schon meinen Hasscharakter hier gefunden. Wenn ich das schon sehe, dass sich nicht dreht wie so ein verklemmter Autoreifen. Vor allem, dass sie sowas auch ausreden zum Ende des Spiels bringen, ne? Wäre es am Anfang, könnte man ja sich so denken, ja, okay, ist schmu, ich brech's ab. Jetzt hier am Ende, da will man es auch zu Ende bringen. Weil solche Spiele, ne? So eine Scheiße im Briefkasten muss er erst so produzieren. Vor allem in einem Nemo-Spiel. Ja. Als ob sich irgend so Kritiker dahinsetzt und sich so denkt, ja, also beim Findet Nemo Spiel, da will ich Abwechslung haben. Und die dachte sich so, ja, also da bringen wir mal das hier rein. Ich wäre glücklich gewesen, würde ich einfach 20 Level durchrollen. Aber nicht so ein Rollen. Das ist das Tolle. Ey, was leckst du hier rum, du Vor allem bei anderen Spielen haben sie ja noch andere Charaktere reingebaut, die einen dann unterstützen. Wie Nemo, der irgendwelche Teile wegrammt oder so, ne? Mhm. Aber hier... Nö, wieso braucht man denn bei diesem Level Unterstützung? Das ist doch furz einfach, wenn man 300 Meter reichen muss. 300 auch noch. 300. Ganz ehrlich, 200 hätte ich verstanden. Das ist eine gut, solide Schwierigkeit, da hätte man nicht immer liefern müssen. Da hätte auch einmal verkacken können. Dümmel, ich beende die Aufnahme jetzt. Das müllt mir nur den Speicher zu. Es bringt ja eh nichts hier gerade.